So, ich begrüße euch recht herzlich auf dem YouTube-Kanal der 3D-Scan Academy. Mein Name ist Lutz Volkart. Ich beschäftige mich in den letzten 10 Jahren regelmäßig mit Themen rund ums 3D-Scannen und wir wollen euch hier das Thema näher bringen. Ihr findet bei uns Content zum technischen 3D-Scannen, also alles, was so im Rahmen Maschinenbau und vielleicht auch noch Holzwerk benötigt wird, aber auch Informationen zu Augmented und Virtual Reality 3D-Scans rund um das Thema, was geht hier im Web und was nicht. Zusätzlich findet ihr Informationen auf unserer Webpage und in unserem Webshop. Wir werden einzelne Themen ergänzend zu YouTube auch noch aufbereitet. Finanzieren tun wir uns über die 3D-Scan Academy Seite. Hier vermieten wir Scanner und den 3D-Scan-Shop. Hier verkaufen wir das Equipment. Unser Modell ist es tatsächlich, den Käufern, die einen Scanner bei uns erwerben, auch so ein richtiges Gesamtpaket mitzugeben. Also das heißt, es ist klassischerweise für den kleinen und mittelgroßen Unternehmer gedacht. Also ihr könnt bei uns den Scanner kaufen, ihr kriegt dann ermäßigt das ganze Zubehör, das Material, was ihr für den Alltag braucht. Ihr kriegt die Unterstützung, wenn er mal an einem bestimmten Thema hängt. Und natürlich gibt es für alle den kostenlosen YouTube-Content, den wir weiterhin auch 1 bis 2 wöchig immer wieder zur Verfügung stellen. So, jetzt habe ich euch erzählt, was ich mache, aber was meine Kunden machen, das werden wir euch jetzt anhand von 2 Beispielen zeigen. So, heute nochmal vom Bodensee, bei bestem Wetter, beim Florian, Kantensprung GmbH, ein Kunde von uns, der sich auch NAX gekauft hat. Der nutzt den für relativ viele unterschiedliche Prozesse und was er genau damit macht und was er sonst so tut, das kann er euch, glaube ich, am besten selber erklären. Ja, willkommen bei uns, bei der Kantensprung GmbH, bei uns am Bodensee. Wie Lutz schon gesagt hat, wir nutzen den Einscan HX für eigentlich unser Hauptfeld, und zwar die Ersatzteilfertigung. Das heißt, nicht mehr beschaffbare oder defekte Ersatzteile scannen wir mit ihm ein, konstruieren die im CAD-Programm nach und fertigen die entweder mit Gussmethoden oder mit CNC-Fräsen, je nach Bedarf. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel so ein ganz klassisches Beispiel von einem Getriebedeckel, der aus einem Fahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, einem Militärfahrzeug, so nicht mehr als neuwertiges Ersatzteil erhältlich, mit Einschussloch hier oben, somit eigentlich vollkommen defekt und desolat. Wir haben den dann mit dem Einscan HX komplett eingescannt und haben ihn dann im CAD-Programm zurückentwickelt zum soliden Körper, haben die alten Bauteile bzw. die fehlenden Komponenten auf Basis von Bildern zurückkonstruiert, sodass wir so nah wie es geht ans Original herankommen, und haben dann ein Mockup aus dem 3D-Drucker gedruckt bei uns im Haus und werden jetzt die Gusskerne dazu fertigstellen, also hier zum Beispiel so eine Gusskernherstellung, und dann aus Aluminium nachgießen. Und danach, ich sage jetzt mal, wenn der Rohguss fertig ist, ist dann der letzte Schritt das Fräsen der Bohrungen und der planen Flächen, also gerade so zum Beispiel Dichtungsflächen oder sowas müssen nachgefräst werden. Das tun wir allerdings beim Guss alles im Vorfeld schon berücksichtigen und den entsprechenden Zusatz dazugeben. Und das funktioniert in Kombination mit dem Einscan HX hervorragend. Und was man auch sagen muss, wenn man Fragen hat, ist man beim Lutz immer sehr gut geholfen. Er hilft bei allem, was man braucht. Auch kurzfristig kann man seine Daten kurz hochladen und kann sich helfen lassen. Da ist man wirklich hervorragend aufgehoben. Heute aus dem schönen Schwarzwald bei KLA Trucks. Heute sind wir bei einem Power-User, dem Johnny. Da hat sich einen Einscan HX gekauft und ist damit massiv am Arbeiten. Der kann, glaube ich, am besten selber erzählen, was er damit macht. Und der hat auch ein paar Beispiele mit Teilen mitgebracht. Schaut es euch einfach mal an. Hallo, ich bin der Johnny von der Klartrax in Tuttlingen. Bin hier der Vertriebsleiter und mache auch Scans, Digitalisierung und Rekonstruktion von Haltern für unsere Lichtmaschinen. Unsere Kernkompetenz liegt in der Gesamtelektrik für Fahrzeuge. Und da ist es erforderlich, dass wir Scans von Motoren machen, dass wir unsere Lichtmaschinen anbauen können und diese auch später in Kleinserie anbieten können für unsere Camping-Caravan-Kunden, explizit auch die Expeditionskunden. Hier unser letztes Projekt mit dem Ein-Hand-Scan. Und das Produkt daraus, das entstanden ist, ist ein Lichtmaschinen-Haltesatz für ein Mercedes-Benz Arox. Und ich zeige es euch mal. Hier haben wir unseren neuen Halter rekonstruiert, gerade auch, wie man hier sieht, für ein Expeditionsfahrzeug. Damit bauen wir Lichtmaschinen an, um einfach noch eine zweite Generator nachzurüsten. Und bei dem Fahrzeug, die Besonderheit war, wir mussten das ganze Luftmanagement umbauen und da lassen wir auch im Feinguss nachher auch Anbauteile herstellen und rüsten diese nach.
Und das wäre eigentlich so mal ein Komplettsatz für ein Fahrzeug. Jetzt sitzt man beim Johnny im Büro und der soll euch mal zeigen, was er seinen Scan daran gemacht hat. Also, das war eine große Herausforderung in dem Fahrzeug. Von der Abgasrückführung des Rohrs konnten wir nicht den Kunststoff machen, also mussten wir es in Guss herstellen. Und das ging dank dem Scanner. Ging's gut? Sehr gut, weil wir bekommen ja keine Motordaten, wir müssen alles scannen. Mhm. Und die Hersteller unterstützen uns auch nicht. So, hier haben wir jetzt den Scan und die Konstruktion von einem Lichtmaschine-Haltesatz für ein M1 TGL. Hier sieht man zum Beispiel, für was wir den Scanner brauchen. Wir scannen in den sogenannten Bauraum, das sieht man jetzt hier in grün, hier hinten. Und da muss ich immer schauen, wie weit komme ich mit einer Lichtmaschine, schlage ich irgendwo an, ecke ich irgendwo an, weil das ist meistens ein Riesenproblem. Deswegen scannt man diesen Bauraum, ich bekomme diese Punkte. Und die Genauigkeit vom Scanner hat euch da gereicht? Oder perfekt. Nicht mehr taktil nachmessen müssen? Nee, gar nicht. Also wir vermessen gar nicht. Also wenn wir scannen, das reicht uns. Perfekt. Hier haben wir die Serienriemenscheibe. Ich mache euch das mal ein bisschen transparenter. Und da seht ihr, wir können hier direkt die Punkte abnehmen, es messen und können dann hier auf diese bestehende Scheibe unsere Scheibe adaptieren. Ich blende mal aus. Dann machen wir hier einen Adapterring, der hier draufgeschraubt wird, dass wir über diesen Riemenantrieb unsere Lichtmaschine antreiben können. So, das war jetzt so ein kurzer Einblick, wie wir unsere Kunden unterstützen. Unser Ziel ist es, euch in die Lage zu bringen, richtig gute 3D-Scans zu machen, die euren Zielen gerecht werden. Wenn ihr Fragen habt, welches ist der richtige Scanner für mich, lohnt sich kaufen oder soll ich lieber ein Gerät mieten oder ihr habt ganz spezielle Anwendungsfälle, meldet euch bei uns. Ihr unterstützt uns in jedem Fall. Wenn ihr Kunden werdet, natürlich auch dadurch, dass wir dann damit irgendwo diesen Content hier finanzieren können. Auf der anderen Seite kriegen wir von euch auch Feedback über die Themen, die gerade aktuell so relevant sind und die wir versuchen dann auch wieder hier mit einzubringen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Erfolg beim Scannen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft wiedersehen.